Herzlich willkommen hier zum nächsten Video und ihr seht schon, Golems und Hexen sind am Start. Go wie also hier bei Clash Goron. Wir sind mal zurück in den alten Zeiten und wollen mal schauen, ob denn das hier noch so richtig funktioniert. Und eins kann ich euch sagen, erstaunlicherweise läuft das Ding. Schaut euch an, wie viel Dreier ich geholt habe. Der One-Star, das war eine Ringbase, da wusste ich noch nicht so ganz, wie es läuft. Hinten raus habe ich dann aber auch Ringbases hier ohne Probleme mit hohen Prozenten gelegt. Und ich bin mir sicher, wenn man das noch ein bisschen weiter spielt, dann kommt man auch auf mehr Pokale. Das ist einfach klasse, das läuft noch so sensationell durch. Hätte ich nie im Leben erwartet. Und wir schauen uns jetzt natürlich mal ein paar Dreier an und wie das Ganze so geht und auf was man achten muss. Also ich wünsche euch viel Spaß damit. Wir wollen einfach mal von unten anfangen und der erste ist hier gegen Grösos von Endlos. Da kann man sich natürlich nicht blamieren und muss das Ding hier durchziehen, dass man auch wirklich auf 3 Sterne kommt. Ihr seht, da kommen erstmal ein paar super Mauerbrecher rein. Ganz wichtige Sache, dass die Golems auch wirklich in die Mitte laufen und auch die Hexen. Hab am Anfang mal versucht, das ohne Mauerbrecher zu machen. Das funktioniert definitiv nicht. Also man muss da definitiv, wie gesagt, ein paar Mauerbrecher mit reinschicken, dass auch wirklich alles in die Mitte geht. Und ihr seht, das läuft sensationell rein. Schön natürlich mit dem Holzwerfer, der soll den Weg Richtung Rathaus aufmachen. Wir haben auch noch 8 Beben mit dabei. Die sind dafür da, die Base komplett offen zu legen. Ihr seht schon, ich konzentriere mich darauf, dass der Hauptpart oben reingeht. Ein paar Hexen sollen außen rumlaufen und der Royal Champion, den habe ich so gespielt, dass er hier zum Multi geht, den rausnimmt, sonst wären hier zu viele Hexen gestorben. Ihr seht schon, das läuft einfach sensationell. Wichtig ist, wie gesagt, dass der King, die Queen, die müssen in der Mitte bleiben. Da muss man definitiv alles für tun. Am Anfang hatte ich noch Schweinereiter in der Burg. War mir noch nicht ganz sicher, was ich da spiele, ob ich mit Kaserne spiele oder mit dem Holzwerfer. Hinten raus hat sich aber definitiv herausgestellt, dass der Holzwerfer die bessere Variante ist und dass man deswegen auch eine Yeti-Plimp oder Yetis da drin haben sollte. Man könnte eventuell noch einen Eisgolem und einen Pekka reintun. Das würde sich auch nicht wirklich schlecht tun. Ich bin da noch so ein bisschen am Rumfeilen, aber es läuft auf jeden Fall richtig gut. Ihr seht, die Frostzauber hinten raus nimmt man dann da wirklich, dass die Helden und alles, was so geht, Richtung Rathaus läuft. Sieht jetzt hinten raus richtig knapp aus, aber schaut mal, ich kann jetzt noch King und Queen zünden, das Rathaus fällt. Die Barbaren vom King werden dann natürlich im Gift und in den ganzen Bomben, die dann jetzt gleich kommen, rausgenommen. Wichtig, es geht nicht direkt aufs Rathaus. Ihr habt noch nicht den Warden gezündet, da sind schon so viele Hexen raus. Das ist einfach sensationell. Die müssen erstmal ein bisschen in Schwung kommen, die Skelette rausgeholt haben. Und dann kann man auch aufs Rathaus gehen. Hier war das Rathaus ganz hinten. Das heißt, no risk, no fun. Dann ist da wirklich bis hinten alles durchgezogen. Aber ihr seht schon, da bleibt noch eine Hexe übrig. Die Queen bleibt noch übrig. Aber das Gift vom Rathaus, das ist einfach sensationell stark. Aber 3 Sterne sind 3 Sterne und nur darauf kommt es an. Da legt man natürlich gleich weiter hier mit dem Fight gegen die Nadja. Ihr seht auch hier das Rathaus wieder weit, weit hinten. Wichtig ist natürlich, dass man auf Golem, auf den Adler geht. Der muss eigentlich relativ früh raus, dass er nicht zu viele Hexen und vor allen Dingen nicht meine ganzen Golems rausnimmt, die vor den Hexen laufen sollen. Ihr seht, ich spiele erst die Mauerbrecher, die Golems und dann erst die Helden und die Hexen, dass ich auch wirklich sicher sein kann, dass da alles in die Mitte läuft. Hier hatte ich nicht ganz so die Chance gesehen, dass da wirklich was in der Mitte bleibt, aber es bleibt dann wirklich was in der Mitte. Die Beben waren etwas schlecht, ich hätte sie weiter links setzen müssen, dass auch die Truppen, die links beim Adler sind, die Queen rausnehmen, dass auch die in die Mitte gehen. Wichtig ist, dass hier die Queen in der Mitte bleibt. Das müsst ihr auf jeden Fall immer sicherstellen und dann, dass natürlich die Clanburg vor die Queen kommt. Tank für die Queen und dann geht es ab Richtung Rathaus und ihr seht, einmal Bebenzauber immer aufs Rathaus setzen, das geht einfach darum, dass das Rathaus schon mal richtig angeknackt ist, dass die Helden quasi nicht mehr so viel Energie verbrauchen, um dann da reinzugehen. Ihr seht schon, der Royal Champion links, die Queen ab durch die Mitte und der King macht auf der rechten Seite alles platt. Die Queen, wie gesagt, etwas angeschlagen da in der Mitte, weil nichts mehr davor ist, deswegen würde ich sogar behaupten, dass ein Golem und einen Eisgolem und einen PK in der Mitte auch nicht schlecht wären, da die Yetis meistens relativ schnell raus sind. Das Schöne bei Yetis ist aber, dass sie auch Verteidigungen mit ihren Yeti-Mites, die hinter einer Mauer liegen, rausnehmen können.
Und ihr seht schon, das läuft hier. Einmal frei durch. Hier in dem Fight ein bisschen Glück, dass der Warden hinten raus das Ding hier noch wuppt. Weil ihr seht schon, oben der Multimörser und der Magierturm, die nehmen da natürlich eine Hexe nach der anderen raus. Das ist nun mal so, wie gesagt, ein bisschen Glück muss man auch dabei haben. Aber für den zweiten Fight, den ich jetzt damit gemacht habe, denke ich mal, ist das gar nicht mal so schlecht. Und man muss ja üben und man muss ja auch mal neue Taktiken sehen, um auf die ganzen Layouts, die jetzt momentan so angeboten werden, 3 Sterne zu holen. Wenn man nicht so der Queenwalker oder der Lava Luna ist, muss man auch mal was anderes testen. Und ich hatte einfach keine Lust mehr auf Blizzard oder sonstigen Spaß. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt haue ich mal Golems und Hexen raus und schau mal, wie das funktioniert. Werde definitiv heute auch den ganzen Tag damit farmen und mal gucken, ob das läuft. Bin mir eigentlich relativ sicher, weil das ist ja schon gut gelaufen und der Warden macht hier einen perfekten Job und macht mal das, was er machen sollte. Also das läuft einwandfrei und dann hat man auch ganz easy 3 Sterne. Schaut euch an, was man alles für Layouts legen kann und das alles ohne Probleme. Wichtig ist, wie gesagt, ihr müsst schauen, wo der Adler ist. Ihr müsst schauen, dass ihr direkt zum Rathaus reinkommt und natürlich mit dem Holzwerfer das Rathaus so gut wie möglich ankratzt. Jetzt hier einmal die Beben so gesetzt, dass da eine riesen Lücke ist und dann geht's auf. Die Eisgolems setzt sich dann immer so, dass sie in der Mitte der Base sind. Wie gesagt, normalerweise setzt man auch den Holzwerfer etwas eher, aber da ja hier schon die ersten Reihen auf sind, habe ich mir gedacht, kannst du ihn etwas später setzen. Und ganz, ganz wichtig, seht an, wie ich den Holzwerfer setze. Er sitzt natürlich so, dass er über den Scattershot Richtung Rathaus läuft und dann geht es dann natürlich ab durch die Mitte hinten raus. Der Beben, dass da versucht wird, alles aufzumachen, hätte man definitiv noch besser setzen können. Der wurde natürlich so gezündet, dass so viele wie mögliche Truppen drin sind und dass natürlich der Holzwerfer drin ist. Schaut es euch an, er nimmt das Rathaus raus, dann zündet man ihn und dann lässt man ihn nach links weglaufen vor der Queen. Habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass das definitiv besser ist, wenn die Queen da ein bisschen Unterstützung hat. Und dann Richtung Adler gehen kann, den Adler rausnehmen kann, ganz, ganz wichtig. Und hinten raus habe ich ja die Lücke schon aufgerissen zum Single Inferno. Jetzt spielt man auch noch den Royal Champion auf der rechten Seite und dann nimmt man da alles raus. Die Frostsau, wie gesagt, sind für die Singles dabei. Den kann man dann schön rausnehmen, hier der King leider geopfert, aber so ist das manchmal. Und dann hofft man einfach, dass hinten raus der letzte Single Inferno, der nicht mehr so viel machen kann, aber ihr seht schon, so viele Hexen, wie da am Leben sind, dann hat auch der Single Inferno gar keine Chance. Wichtig ist nur, die Queen rechtzeitig zünden. War hier ein bisschen spät, hätte man definitiv eher zünden müssen, dass sie hinten raus noch ein bisschen mehr Leben hat. Aber was soll man sagen? Ein Single Inferno bringt da natürlich nicht mehr viel. Sogar der Royal überlebt das Ding. Also so einfach kann es manchmal sein und seit. Und wie gesagt, das ist erst der 3. Fight, den ich mit dieser Taktik gemacht habe. Natürlich wollen wir uns auch den One-Star anschauen, die hohen Prozente mit 2 Sternen, die schauen wir uns nicht an, das ist langweilig, aber hier wusste ich ganz ehrlich gesagt nicht, wie soll ich hier reingehen, ich wusste es nicht, ich habe einfach mal gesagt, ach, hau drauf wie nix und drauf geht's. Im Endeffekt weiß ich jetzt, dass das definitiv falsch war, dass man das so nicht macht. Ich bin von der Seite rein, weil da der Golem ist, weil da der Adler ist, nicht der Golem. Hättet ihr definitiv die ersten Beben setzen müssen, um das erste Layer der Base zu öffnen. Da ist der Holzwerfer einfach zu langsam, die Hexen laufen dann außen rum. Und was besonders schlimm ist, der King läuft dann außen weg. Das ist nicht schön, der muss hier frühzeitig in die Mitte gehen. Also wie gesagt, da muss man definitiv mehr machen, das habe ich hier dann gesehen und dann spiele ich die Beben. Das hätte er kommen müssen, da wäre das wahrscheinlich geradliniger in die Mitte reingelaufen. Ihr seht schon, auch relativ spät hier den Warden gezündet, der King ist draußen. Jetzt laufen hier einige Truppen außen rum und jetzt kommen Eisgolems raus. Das ist natürlich der Kraus und wie gesagt, einmal Beben habe ich nicht aufs Rathaus gesetzt. Hätte ich das getan, wäre das Rathaus definitiv raus gewesen und jetzt haben wir in der Mitte überhaupt keine Chance mehr. Hab da noch versucht, den Royal Champion zu spielen, aber der war schon da links auf der Seite. Ihr seht schon, der zieht jetzt zwar in die Mitte rein, aber in der Mitte einfach zu viel Power für die ganzen Truppen, die da drin sind. Das hätte besser kommen müssen. Und was natürlich schön ist, der gegnerische Bauarbeiter baut hier alles wieder auf und dann ist auch das Rathaus gleich wieder auf 100% und man kriegt dann eigentlich nur noch die paar Prozente mit. Wie gesagt, das muss definitiv das nächste Mal besser laufen. Das war nix. Die nächsten Ringbases, die ich angegriffen habe, da habe ich überall 2 Sterne geholt und auch hohe Prozente. Das ging dann ganz einfach durch. Aber sowas passiert, wie gesagt, das war erst der 5. Fight, den ich überhaupt gemacht habe mit dieser Taktik.
Und jetzt haben wir noch 1, 2 Dreier und die schauen wir uns jetzt gleich an. Also auch der nächste Dreier hier. Ihr seht's, das ist eigentlich noch so eine Rathaus-13er-Base, wo nicht viel ausgebaut wurde. Ihr seht, das Rathaus ist schon auf Level 14, aber nicht wirklich mehr. Auch hier komme ich wieder schön von der Seite rein, öffne dann mit dem Beben die Base, dass ich wirklich weit reinlaufen kann und alles da in der Mitte offen ist, weil einfach der Holzwerk, wie gesagt, ein bisschen länger braucht. Aber das ist nicht weiter schlimm. Die Truppen müssen da noch reinkommen. Rechts und links sind ja schon Riesenlücken in der Base. Das ist natürlich wunderschön und jetzt geht es ab. Natürlich hier frühzeitig den Warden gezündet, dass der Holzwerfer auch wirklich lange lebt. Und auch hier wieder den Holzwerfer so gesetzt, dass der Scattershot mit angegriffen wurde. Ganz wichtig, der Royal Champion dann auf der linken Seite gespielt, um auf Nummer sicher zu gehen, dass die Truppen auch wirklich in der Mitte bleiben. War jetzt nicht ganz so toll der Fight, ihr seht schon. Da geht nicht ganz so viel in die Mitte rein. Das Rathaus wird relativ spät rausgenommen. Ist aber nur auf Level 1, das heißt, man hat da eigentlich nicht ganz so viele Probleme. Jetzt läuft da alles in die Mitte rein, dann kann die Queen auch das Rathaus rausnehmen, wie gesagt. Hätte etwas besser laufen können, da hätte ich ein paar mehr Truppen in die Mitte drücken können. Viele, viele Truppen sind außen rumgelaufen. Der Royal Champion hätte eventuell eher gespielt werden müssen. Aber was soll ich sagen, 3 Sterne sind 3 Sterne und bei einer neuen Taktik kann das ja mal passieren. In der Mitte seht ihr schon. Wenn hier das Gift vom Rathaus auch nur auf Level 1 ist, ist es trotzdem richtig effektiv. Das muss man einfach sagen. Aber so viele Hexen, die hier am Leben sind, das Einhorn noch mit dabei, dann hat natürlich auch der Magierturm und besonders der Single Inferno überhaupt keine Chance. Also, das hat funktioniert. Hier auch wieder 3 Sterne geholt. So muss das laufen. Also macht richtig Spaß damit zu fighten. Und zum Abschluss sind wir hier nochmal bei Univores und auch da natürlich mit der Taktik. Hier bin ich ein bisschen aggressiver rangegangen, einfach mal um zu testen, was denn hier so läuft. Bei meinem Hauptaccount bin ich rangegangen, dass ich auf Nummer sicher gehen wollte, dass ich mindestens 2 Sterne bekomme. Hier bin ich einfach voll drauf, egal was es kostet. Da habe ich ein paar mehr One-Stars geholt, deswegen die zeige ich euch nicht alle. Weiß aber jetzt definitiv, was ich nicht machen kann und was ich machen kann. Aber ihr seht auch hier wieder natürlich die Mauerbrecher vorneweg. Hier habe ich am Anfang mal normale Mauerbrecher genommen, aber da verlernt man einfach, wenn man super Mauerbrecher nimmt. Auch hier wieder natürlich den Holzwerfer so gesetzt, dass er da hinten raus alles öffnet, was hier sehr schön funktioniert. Wie gesagt, wichtig, dass King und Queen in die Mitte gehen. Hier hätte ich ein bisschen mehr auf der linken Seite erst clearen sollen. Da hätte ich den Royal Champion erst spielen sollen, weil ihr seht schon, der Warden, der läuft weg, aber ist, ja, der Warden sei schon. Der King läuft da weg, aber ist im Endeffekt gar nicht mal so schlimm. Der Holzwerfer nimmt da den Single Inferno raus, was ganz, ganz wichtig ist. Und jetzt läuft eigentlich prinzipiell alles erstmal nach links, was dann hinten raus gar nicht mal so schlecht ist, da viele, viele Truppen zusammenlaufen und dann Richtung Rathaus gehen. Ihr seht schon, jetzt geht es hier rein. Richtung Single Inferno, der Single Inferno wird weggenommen, auf der linken Seite clearen die Hexen, der Royal Champion ist noch mit am Start, den Warden kann ich noch zünden, er muss nur langsam mal Richtung Helden kommen, und dann hat man noch 3 Frostzauber für das Rathaus, für die Scattershots hinten raus, die man dann ohne Probleme rausnehmen kann. Ihr seht schon, den Royal schnell noch gezündet und jetzt kommen die Frostzauber da rein. Der King muss da aufräumen. Die Queen spielt noch mit dem Clanburg rum. Aber das läuft alles richtig gut. Sieht jetzt ein bisschen wild aus, aber das war genauso geplant hinten raus, dass sie natürlich alle nach links laufen. War es nicht so ganz geplant, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Die Base habe ich auch nochmal so gedreiert. Also das funktioniert wirklich richtig gut. Und jetzt, wenn der letzte Frostzauber rum ist, dann spielt man den Warden. Und ihr seht schon, wie schnell dann die Queen auf einmal raus ist, wie schnell die Helden da raus sind. Das Gift vom Rathaus und die Bombe nimmt da viele Truppen raus. Ihr seht schon, das heißt, hinten raus muss dann die Queen irgendwie versuchen, hier die Dreier einzufahren. Schaut euch an, wie schnell das alles rausgeht. Also wenn ihr mit den Hexen Richtung Rathaus geht, dann müsst ihr genau wissen, was ihr macht. Weil das ist mal richtig hart, wie das läuft. Aber ich finde die Taktik gut. Ich werde definitiv noch einen Tag damit spielen. Und dann schauen wir mal, was wir uns morgen zusammen anschauen. Die CWL ist ja dann heute Abend rum. Das kann man auf jeden Fall mal ein kleines Recap machen. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer für die ganzen neuen Abonnenten. Danke, danke, danke. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald.